Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Forza Motorsport 7 mit Moses und Rumbalotte. Hallo. Willkommen zurück in Monza. Und jeder hat ein unterschiedliches Auto hier. So denn Monza? Ich dachte, wir fahren so super. Ach so, wir fahren. Ja, das ist das Gleiche. Ja, liegt fast auf der anderen Seite vom Globus. Oh, ich muss überlegen, ich fahre kein... Kein anderes Spiel hier, Horizon. Er driftet halt mit einem GT3-Wagen. Macht er schon wieder so einen Faxen hinter mir? Ja, kann ich da nichts. Ich hab vergessen, die Traktionskontrolle anzuschalten. Das sollte man bei den Fahrzeugen halt mal machen. Ich hab's gesehen, wie du da hinten wieder rumdriftest. Alter Schwede, der ist ja auch eine ganz schöne Zicke, der Wagen hier. Oh! Oh! Na toll, ich bin jetzt außer Gefecht. Ah, jetzt bin ich wieder Letzter. Mach nix, kick jetzt kurz Moses raus. Hallo Moses. Alter, was ist denn mit dem Wagen los? Die sind ja wie ein Teufel. Ah, Moses, du Schupp. Moses hat verkackt. Ja, leider. Jetzt kommt Maximus wieder ran. Ja, ich bin wieder da, ihr könnt mir ja Gas geben. Sonst wird's ja langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit immer nur ganz alleine lang fahre. Darum müssen die auch jedes Mal abbremsen. Macht er hier wieder so eine Faxen? Das macht das Auto, oder? Wo kann ich nichts? Oh! Ey, da bist du aber. Da bist du aber selbst schuld, ne? Oh! Oh, yes! Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er mal ein richtiges Ding gemacht. Oh, die ist ja ein bisschen scharf, die Kurve hier. Irgendwie ist der Schaden aus. Ja? Ja, ich hätte mich jetzt eigentlich ordentlich zerlegen müssen. Also ich habe noch keinen üblen Rembler. So. Die zweite Runde. Oh Gott, das wird ja ein richtig langes Rennen hier. Moses, hast du auch diese für die Kurve die Bremshilfe? Ja, ja. Habe ich ja hier, sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich lang muss. Bin ich schon auswendig. Aber Rumbalotte, die hat es aus, ne? Nee, ich hab's momentan an. Ich hab's meistens nur aus bei den Strecken, wo ich mich auch hundertprozentig auskenne. Genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn du die nicht kennst, kannst du fast gar nicht ohne fahren. Heißt es üben, üben, üben. Aber ich benutze die mehr so als Richtlinie. Also ich nehme die nicht für bare Münze. Kannst du auch nicht immer, weil die sind manchmal so bescheuert, die Linien. Aber Moses, ich bleibe komischerweise an sich gerade. Gut, jetzt kannst du wieder sagen, ich fährst ja auch langsam. Oh, ich auch. Weiter so. Du hast dich sogar mehr verbremst. Was hast du eigentlich für ein Auto da vorne? Mercedes wieder. Wieder Mercedes? Ja. Und ich wieder und ich Ferrari wieder. Kennen wir irgendwo her. Ja. Ich wurde schon mal gefragt, warum der Auspuff hinten so wackelt. Weil ein Motor dran hängt. Ah, der zieht gut ab, der Mercedes, aber die Endgeschwindigkeit wird er wieder nicht haben, ne? Ja, weiß ich gar nicht. So Kurven ist er irgendwie nicht so geil.
Ja, da versucht meiner immer über die Vorderreifen so. Ja gut, wir sind gerade vor Ryzen gefahren, ne? Das ist sowieso noch ein bisschen was anderes. Ja. Jetzt musst du erstmal hier wieder ein bisschen klarkommen mit dem Spiel. Dann musst du ja auch erstmal die Linie finden, das dauert ja auch immer ein bisschen. Ich muss erstmal das Auto nicht zum Driften bringen. Das dauert immer ein bisschen. Ist halt nicht so vorteilhaft bei GT3. Ja. Du wolltest das so. Oh, Scheiß. Ich war schon so dicht bei dir dran jetzt. Da wolltest du wieder zu viel, ne? Ja. Jetzt bin ich fast um die Kurve gedriftet. Und ich hab da die Vermutung, dass hinter mir Rummerlotte ist. Weit genug weg. Ja, ja, ich hab schon mitgekriegt. Auf dem Radar. Der kann eh nicht so schnell mit seiner Drifterei. Naja, und der kommt trotzdem ran. Komm, Baby. Gib mal Schubrakete. Moses ist schon wieder so weit weg. Aber überleg mal das. Der hat 20 Runden sowas fahren. Oh Gott. Geht doch. Ja, aber nicht mit Controller, tun ja, dir die Finger weh. Da brauchst du vor allem brauchst du da mehr Spieler. Das ist langweilig, wenn die alleine rumeiern. Ja. Wenn du permanent irgendwelche Zweikämpfe hast, macht das auch Spaß. Und jedes Mal mit einer anderen. Ja. Normalerweise musst du dann auch die Klappe halten und dann dich komplett auf dieses Rennen konzentrieren und nicht so wie wir quatschen, quatschen, quatschen. Ah. Parkhoven nehme ich ja schon fast ganz gut, aber ich komme auch wieder fast ganz gut. Naja, es geht natürlich immer noch besser. Und komme jetzt auch langsam wieder an Moses ran, aber wenn's. Ach, deine Kurven ist nicht so. Aber wenn es dann darum geht, in Schlagdistanz zu kommen, dann mache ich wieder Fehler. Moses einfach hinten drauf fahren. Ja, das will ich ja eben nicht. Aber das ist Vorzeit, das muss man so machen. Ach so. Oh, Moses, hast du gemacht? Bist du weit rausgekommen? Bist wieder dran, ne? Naja, bin jetzt ein. Oh. Schade, dass man hier keine Bots einsetzen kann. Dass hier noch so ein bisschen Action ist. Was driftet denn da vorne? Ein Maximus. Heieieiei. Mir tut schon der Finger weh. Mal sehen, ob ich hier auf der langen Geraden jetzt ein bisschen näher rankomme bei dir. Oh, er schleudert. Gottes Willen. Schleuderwagen. So richtig reingekommen bin ich nicht. Aber hier in dieser Kombination komme ich am Moses immer ran. Nein, ich sag ja, mir fehlt hier die Kurvengeschwindigkeit in den Dingern. Ich kann die auch nicht schneller fahren, weil dann werde ich direkt rausgetragen. Guck mal, ich bin schon ziemlich am Limit. Ja, man merkt hier richtig, wie mein Auto hier rankommt. Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen rausgekommen.
Ja, nein! Tschüss! Oh, verdammte Achse! Jetzt wollte ich. Ja, ich hab jetzt komplett. Ich wollte zu viel, bin auf Rasen gekommen. Ah, Mann, ey, ich hätte es durchaus schaffen können, auf dem zweiten zu bleiben. Nee, hättest du nicht. Halt die Klappe! Hättest du nicht. So, Rumbalotte will jetzt noch Moses kaschen, ne? Oh. Ja, dann slow ich das alles schön runter. Ich würde aber, glaube ich, nicht mehr kriegen. Nee. Ach, schon die letzte Runde. Ja. Ja. Ach, verdammt. Da kann Madden noch eine. Ja. Nee, da krieg ich dich nicht mehr. Aber ich würde sagen, es war jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Also so ein riesengroßer Unterschied. Wir sind eigentlich ganz gut gefahren. Naja, die Bestzeiten sagen was anderes. Habe ich gar nicht gesehen jetzt die Bestzeiten. Ich glaube, du hast 2.11, ich hatte 2.9. Mein Maximus habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, ich hatte... 2.13 war Maximus. Ja, klar. Wo sehe ich denn das hier? Wo sehe ich denn jetzt die Bestzeiten? Ja, ich stehe auf dem Siegerpodest. Bei 3 Leuten. Geil. Aber warte mal, ich muss mal schauen. Das sehen wir doch jetzt nochmal die Bestzeiten, ne? Oder? Nee, das siehst du da nicht. Wieso? Oh, es war so schnell weg. Ja gut, denn viele Leute... die Doch, siehst du noch. Vorheriges Rennen kannst du klicken. Hast du recht, du hast eine 2.9, ich eine 2.11 und Maximus eine 2.13. Das kann alles nicht sein, alles nur Fake News. So, wir machen jetzt Feierabend, wir machen noch ein Rennen, also es wird die Tage nochmal kommen. Ne? Like das Ding, teilt das Ding und Grüße gehen raus natürlich an alle, die ja, mich mögen. Total behindert. Gut, alles klar, wir machen Fisch. Haut rein, bye bye. Tschüss.